bitte. Du hast ein viel zu großes Büro. Es ist so schön, dich zu sehen. Ich habe meine Mission erledigt. Jetzt ist die CIA dran. Und was die CIA angeht, du existierst nicht länger. Du heißt jetzt Elizabeth North. Neue Identität, neues Leben. $500,000 für geleistete Dienste. Das hilft dir beim Neuanfang. Danke. Bevor du gehst, habe ich noch eine letzte Bitte an dich. Als meine Frau und meine Tochter von mir gegangen sind durch diesen Unfall vor 15 Jahren, wollte ich auch sterben. Ich weinte viel. Ich habe mir den Kopf gegen die Wand geschlagen und den Grund verzweifelt gesucht. Warum? Warum sie? Ich würde sie nie wieder im Arm halten können. Das war wie eine Wunde, die nicht heilt. Aber dann kamst ja du. Und ich habe erkannt, sie waren noch hier, die ganze Zeit bei mir. Ich konnte sie nur nicht sehen. Mir alles gegeben, was ich brauchte, zum Studium der Infrawelt. Sie waren interessiert an militärischen Anwendungen, aber mich interessierte nur, meine Familie wiederzusehen. Es hat Jahre gedauert, aber schließlich hatte ich Erfolg und entwickelte das hier. Hallo, meine Süßen. Laura, ihr beide fehlt mir so sehr. Ich komme zu Ihnen jeden Tag. Wir werden bald vereint sein. Ich entwickle einen modifizierten Kondensator, um mit den Seelen aus der Infrawelt zu kommunizieren. Um mit den Toten zu reden, Jody. Stell dir das vor. Was willst du von mir? Ich will, dass du mir hilfst, mit ihnen zu reden. Ich will sie nur reden hören. Ich will ihnen sagen, was ich hier tue. Bis zum Abschluss meiner Forschung bist du die Einzige, die das schaffen kann, Jody. Kleines Mädchen hören konnte. Ich bitte dich, Jody, tu das für mich. Gib mir deine Hände. Er lebt ein wenig zu sehr in der Vergangenheit.
Er weiß nicht, was er da tut. Gerade so unfassbar traurig. Irgendwie. Ich kann's irgendwie. Oder ich will es irgendwie nachvollziehen, was in ihm irgendwie vorgeht. Aber das ist halt so falsch. Das funktioniert halt einfach nicht. Ja, die Message in dem Spiel ist jetzt aber natürlich irgendwie schon ein bisschen, einfach, aber richtig. Also, so, das ist jetzt nicht, hier wird das Rad nicht neu erfunden. Aber hier wird eben klipp und klar gesagt, dass es gewisse Dinge einfach gibt, mit denen man vielleicht auch einfach abschließen muss. Das gehört einfach dazu, zum normalen Leben. Und alles andere ist ein Eingriff, der funktioniert halt nicht. Immer auf den Hinterkopf, verdammt! Hi, Jody. Schön, Sie wiederzusehen. Sie bringen uns in eine schwierige Situation, leider. Wir können Sie nicht gehen lassen. Töten können wir sie auch nicht. Dann warten sie auf der anderen Seite. Es gibt also nur eine passende Lösung. Wir injizieren ihnen ein Neurotoxin. Dadurch bleiben sie in einem permanenten Koma. Genau dasselbe wie bei ihrer Mutter. Ein simpler, eleganter Weg für das Ende unserer Kooperation. Auf Wiedersehen, Jody. Wir sind nach wie vor sehr dankbar für Ihre Hilfe. Diese Arschlöcher. Jody, du hast mich aufgeweckt. Es war unverkennbar, aber ich wollte es nicht sehen. Ich verwirkliche einen uralten Menschheitstraum. Niemand wird mehr sterben müssen. Niemand wird mehr von seinen Liebsten getrennt. Das Eindämmungsfeld. Ich werde es deaktivieren. Die Infrawelt strömt dann in unsere Dimension. Leben und Tod
vereint in einer Welt. Es sind nicht nur sie auf der anderen Seite. Es ist der Tod. Ich hab den Tod besiegt, Jody. Alles wird einfach perfekt sein. Hab Vertrauen in mich. Alles wird gut ausgehen. Oh oh. Und jetzt? Du schaffst das nicht, Aiden. Versuch was anderes. Hol Hilfe. Hilfe holen, aber von wo? Von wem? Wo ist der Rest vom Team? Vince und Nick? 3 Monate frei. An einem Strand auf einer exotischen Insel bestimmt. Diese Bastarde! Ja? Hey, hallo, ihr beiden. Ein paar E-Mails, die erst raus sollen. Das müsste ich erst erledigen, bevor wir den probieren. Kein Problem. Okay. Leute. Ja, ja, war schon richtig. Britzel, 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 ihr wisst schon, Leute, das kann nur einer, na? Sind Sie? Na? Juhu! Aiden? Ja? Bist du's, Aiden? Das ist echt witzig. Was sollte Aiden hier machen? Was ist los, Aiden? Wo ist Jody? Eine Etage tiefer! Jody, Aiden. Zeig uns den Weg. Okay, ja, das wird sehr lustig. Ja, immer mir gut. Nach. Und jetzt? Jetzt ist gut. Hier lang. Genau. Gute Idee. Ja, ja, das macht ihr sehr gut. Dorthin. Plopp. Dorthin. Ja, ja. Ich könnte es jetzt einmal quer durch den Raum führen. Irgendwie wäre das lustig. Aber na gut. Okay, verstehe. Verstehe, klingt super. Genau, Leute. So. Wie lange sind wir jetzt schon in diesem Wachkoma? Haben die sich absolut keine Sorgen gemacht? Oder wie, was? Oder das kann ja nicht so lange sein dann, in dem Moment. Du willst, dass wir den Aufzug nehmen, ist das richtig? Ja, ja, ja. Wie gut, dass das so schön klappt. Shit, eine Wache. Lass mich machen. Kann ich helfen? Cole Freeman, ich habe Level 3 Autorisierung. Er gehört zu mir. Tut mir leid, Mr. Freeman. Sie verfügen leider nicht über den korrekten Autorisierungslevel. Machen Sie doch mal eine kleine Ausnahme. Ich gehe und zeige ihm... Geht nicht, Sir. Diese Zone ist Level 4 klassifiziert. Das erfordert die korrekte Zulassung. Steht sogar an der Wand hinter ihm. Schleust uns an ihm vorbei ein. Wie denn? Lass uns an ihm vorbei. Was soll ich denn machen? Tischzwang.
40, hallo? Hallo? Wir können. Ach so. Ist sicher ein Fehler passiert. Sehen Sie doch noch mal nach. Cole Freeman und Ryan Clayton? Tatsächlich, Sie sind auf der Liste. Tut mir sehr leid. Gehen Sie durch. Danke. Schnell ein. Führ uns zu Jody. Das hat er bestimmt nicht mehr gehört. Ja, ja, ist richtig. So. Ich habe irgendwie... Wow, jetzt hat es kurz geruckelt. Gut. Und jetzt? Ja, und jetzt ist gut, weil irgendwie... Ach so, genau. Ich habe das Band jetzt vermisst. Da war irgendwas. Das ist schön, dass ich immer diese komischen Leuchtdinger hier anmachen kann. Hoppsala. Ach so, hier lang. Ja. Ja, 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 das macht ihr sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut macht ihr das. Und bitte. Los. Na komm schon. Jody ist hier? Ja. Jody! Sie ist raus. Nathan. Er deaktiviert das Eindämmungsfeld. Was? Was? Warum sollte er das? Er ist wahnsinnig. Er glaubt, das bringt seine Familie zurück. Wir müssen ihn aufhalten. Zu spät. Das Eindämmungsfeld. Und er hat es getan. Er hat es getan. Brauchst du Hilfe? Wiederhole. Verlass das Gebäude. Ja, und jetzt? Okay, wieder Chaos aller Orten. Danke. Verstehen Sie das als meine Kündigung? Sie gehen alle drauf hier. Wir werden alle sterben. Kann ihr bitte nochmal jemand so richtig zusammenschlagen? Das wäre irgendwie ganz passabel. Oh, herrlich. Okay, so, wie macht man jetzt hier Eindämmung und so? Nicht jetzt. Ja, komm schon. Nicht jetzt ein. Was muss ich denn machen? Ich kenne mich mit so einem Scheiß nicht aus. Das funktioniert nicht. Auch nicht an das Eindämmungsfeld. Wir können hier nichts tun. Hauen wir ab, solange es noch geht. Okay. Wartet. Eine Sache kann ich noch versuchen. Ja? Was ist eine Sache? Beeilung! Die Zeit ist knapp!
Ja, ja, ist gut, ich komme. Ich kann nur nicht laufen, weil das Spiel es nicht vorgibt. Was hast du vor? Das ist ein mobiles Eindämmungsfeld. Das müsste lang genug ausreichen. Ich gehe zum Kondensator und aktiviere die Selbstzerstörung. Bestimmt die einzige Chance, die Kluft zu schließen. Keine große Chance, aber die beste, die wir haben. Komm, das ist Wahnsinn, Cole. Wir müssen raus hier, lass das Militär bezahlen für den Mist. Jody, nicht. Cole hat recht. Anders geht's nicht. Ryan? Ja, lass uns alle gehen. Ich wollte schon immer einen Heldentod sterben. Wenn schon, denn schon. Zentrum der Kuppel. Niemand war je da bis jetzt. Wir wissen also nicht, was uns erwartet. Wie lange haben wir nach Aktivierung der Selbstzerstörung? Das System funktioniert eigentlich per Fernsteuerung. Die Explosion erfolgt praktisch auf der Stelle. Wir kommen nicht zurück. Das hätte er uns mal 2 Minuten vorher sagen können, oder? Das ist so ein kleines, lästiges Detail, aber... Na gut, ja. Was soll's. Okay, das Trio Infernale. Go, go, go! Ja. Laufen, laufen, laufen. Die Kondensatorzone ist auf der anderen Seite der Tür. Wir haben Gesellschaft. Sie haben uns nicht entdeckt. Wir müssen es schaffen. Scheiße. Ich hoffe, du hast recht. Sonst hat der Trip in die Infrawelt bestimmt ein ganz schnelles Ende. Irgendwie bin ich tatsächlich noch nicht so richtig überzeugt von der Sache. Jody, vor allem. Nicht so nah an sie rankommen. Ich darf nicht so nah an sie rankommen, ist okay. Dann los! Ja, ja, zieh ein bisschen weiter. So, go. Okay, wir kommen nur aufs Timing an. Was zum Teufel? Okay, lustig. Man muss nur so abpassen, dass man eben nicht von Viechern erwischt wird. Kriechen. Hoffe ich, denke ich, glaube ich. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Genau, verzieh dich. So. Wusch. Kaboom. Was zum Teufel? Ich dachte gerade nicht R2 drücken. Ja, sie sehen uns. Alter, weil das Vieh da war. Oh, oh. Cole! Fuck! Jody, sie kommen! Jody, nein! So viel Zeit muss jetzt einfach sein. Was bringt dieses mobile Eindämmungsfeld, wenn man am Ende doch nicht geschützt ist? Kann ich nicht heilen? Genau. Aiden hat getan, was er konnte. Hat getan, was er konnte. Was heißt das jetzt? Ist er jetzt doch nicht tot oder nicht? Oder ach, ich weiß es nicht. Irgendeinen Sinn muss doch gehabt haben, dass ich jetzt mit reingeschleppt habe. Also das hätte ich jetzt so gedacht. Naja. Puh, ich bin so gespannt.